damit begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme im Bus Simulator. Wir sind jetzt hier bei Folge 4 angelangt. Falls ihr euch fragt, wieso wir jetzt eigentlich wieder im Startmenü sind, obwohl die letzte Folge eigentlich ja mitten im Spiel aufgehört hat, das liegt daran, dass Fraps, oder besser gesagt Camtasia, meine Aufnahme irgendwie gelöscht hat. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Deshalb müssen wir jetzt leider hier eine neue Tour starten. Und ich habe hier schon eine ausgewählt. Und zwar fahren wir jetzt hier die Route 39. Die wähle ich jetzt hier einfach mal aus. Muss mir alles aufschreiben mal wieder. Das ist nämlich die 3902230. So und aus. Alles klar. Schließen. Und ich habe diesmal wieder den Ziehharmonika-Bus. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir auch mal wieder hier starten. Bei uns im Depot. Oder beim Depot, wie man es nennen möchte, keine Ahnung. So. Ja. Nein, möchte nicht, danke. Zwei zwei acht drei null. Das ist ja wie bei mir. Da gibt es auch die Linie 390. So, bitte warten. Ja, dann macht eine Initialisierung. So. Was Enter drücken. Ja. Manchmal erkennt das Spiel nicht, wenn ich zu schnell bin. Bisschen kacke. Mein Gott. Ich hab's heute aber auch wieder. So, jetzt können wir Motor starten. So, glaube ich, so. Achso, die Tür ist noch offen. Alles klar. Und es hat Schnee draußen, wie ich gerade sehe. Sehe ich hier überhaupt? Ah ja, okay. Ich sehe ihn. Jetzt wollte ich bloß kurz testen. Drücken wir hier ganz kurz alt. Oder wie war das? War das nicht alt? Ah doch, jetzt. Also hier geht die Tour. So wird wahrscheinlich dann wieder in zwei Folgen sein. Deshalb begebe ich mich jetzt hier erstmal zu dieser Haltestelle. Oh, oh, da hat es gerade gebuckelt, warum auch immer. Stopp. Wo ist ein Blinker nochmal? Ich weiß ihn gar nicht mehr. Hier? Ah, und hier ist rechts. Okay, perfekt. Dann weiß ich ja alles. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, da ist die Fahrbahn sehr rutschig. So, man sollte sich beim Fahren nicht ablenken lassen. Also es wird jetzt eine große Aufgabe sein, hier mit dem Ziehharmonika zu fahren. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde mich vielleicht ab und zu ein bisschen dämlich anstellen. Mit E und mit H. So, wir müssen hier erstmal links. So. Also wie ihr seht, der Anhänger nicht gerade ohne. Also der Ziehharmonika. Und die Straßen werden auch schon weiß. Deshalb sollte ich vielleicht nicht so schnell fahren. Oh, ich wurde geblitzt. Dann gibt es hier Blitze, bitte. Das ist ja auch was Neues. Okay.
Okay, hier müssen wir ganz stark ausholen. Und dann fahren wir links. Was noch ein bisschen kacke ist, den Schnee sieht man nicht in den Spiegeln. Ja, vielleicht ein Patch irgendwann mal noch. Ich weiß ja nicht, ob die überhaupt noch an dem Spiel arbeiten oder ob die schon an einem neuen Bus-Simulator spielen oder programmieren. Keine Ahnung. Oh, es ist ein Schneesturm draußen. Also meine Scheibe läuft jetzt nicht an, sondern wir haben einen Schneesturm. So. Dass ich nicht die ganze Zeit auf Bremsen drücken muss, kann ich einfach die Haltestellenbremse reinmachen. Ja, komm. Los geht's. Ja, man merkt irgendwie, da hinten, da fehlt irgendwie der Schnee. So. Jetzt nicht mal die rechte Spur. Warum? Weiß ich nicht. Oder bremst es an? Oh, ich muss doch links. Okay, okay, okay. Überhaupt Sinn? Ja, macht's. Komm, fahr. Fahr doch. Hallo. Fahren. Los jetzt! Moa, was soll denn der Scheiß? Okay, da fahre ich dagegen. Komm noch ein Stückchen. Okay, ganz kleines. Nur ein ganz kleines Stückchen. Oh Mann. Man hat mir ja hier einen Tipp gegeben. Ich weiß nicht, wie man es einstellt. Ehrlich gesagt. So. Also da ist der Bus, da ist der Bus, da ist der Bus. Ich schätze mal so, oder? Keine Ahnung. So, jetzt aber fahr. Wieso fahren die nicht? Was soll der Kack? Ja, komm hier, leck mir doch die Eier. So. Ja, wie, jetzt fahren die oder was? Hä? Spiel, erklär mir die Logik. Vorne ist auch schon unsere Anfangshaltestelle und das hat ja nicht lange gedauert. Oder so. Überhaupt nicht lange.
Wir bremsen ja echt kaum. Wir haben eine Verfrühung von bloß einer Minute, das ist sehr gut. Also da muss man, ich habe gerade gemerkt, da muss ich ja wirklich extrem aufpassen. Einmal bitte. Was? Ja. Einmal nochmal. Ich muss erst ein bisschen wieder ins Spiel einfinden, also 20 Cent. Komm, mach hin. Hi. Hallo. So. Die ist, glaube ich, frei. Nächste Haltestelle, Margaritenstraße. Ja, ja. Die Margaritenstraße. Ihr gesehen, wir können es einfach. Geht der Hell an. Komm. Wer sich auch immer ein lilanes Auto kauft. Ja. Ich sag dazu einfach mal nichts. Okay, das wäre vielleicht doch vielleicht besser gewesen, wenn wir da den kleinen Bus hätten, aber jetzt habe ich schon den großen. Das ist schon wieder ein lilanes Auto. Wir sind da nicht dagegen gefahren. Oh. Das hat bloß so ausgesehen. Einmal rechts, wo der jetzt gerade reinfährt. Mein Gott, ist das eine Kurve hier. Wirklich wahr. Jetzt müssen wir schon wieder links. Okay, Big Foto machen. Lol. Ist dem jetzt wirklich drauf gefahren? Der Bus hat Vorfahrt. Hallo? Okay, da kommt einer. Dem muss ich mal ganz kurz Platz machen. Oh, wäre jetzt noch der Bus gekommen. Das wäre ja wirklich Horror gewesen. So. Okay, hier kommt natürlich keiner. Oh mein Gott. Also so etwas sieht es bei uns auch bald aus mit diesem Schnee auf den Straßen. Wird ziemlich lustig. So. Eine Verspätung haben wir schon. Von 2 Minuten! Okay. Respekt. Okay, da kommt niemand rein. Okay. Alles klar. So. Nächste Haltestelle: Eilenburger Damm. Anschluss zum Metrobus. Ah, Emmisch Metro. Jetzt wissen wir das auch, was dieses M steht. Das war für Metro. Oh, 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 oh. Okay. Wir haben einen extrem langen Bremsweg, aber einen extremen. So. Deshalb bremse ich mal lieber. Hä? Der hat auch die Route 39. Also das ist hier unser Bus, der die Route vor uns fährt. Ja, warum fährt er dann links, bitte? Hey Junge, wir haben die gleiche Route und du fährst links? Was zum... Ja, sicher. Bieg einfach mal ab. Kein Problem. Bremsen, bremsen, bremsen! So. Ja. Gut. Weiter geht's. Wo müssen wir denn lang überhaupt? Geradeaus? Ja? Ja. Nächste Haltestelle. Virchow-Eck. Da hinten?
fahren wir anscheinend. Okay, ich fahre wirklich nicht zu schnell. Okay, hier. Boah, bremst doch. Alter Schwede. Das ist ja lustig. Ich habe jetzt extra Dezember eingegeben als Monat am Anfang. Jetzt bei jedem Spielstart kann man da den Startmonat eingeben. Und da habe ich mal dieses Mal Dezember eingegeben. Das scheint ja richtig lustig zu sein. So. Wieder Haltestellenbremse. Zum Beispiel könnten wir doch jetzt hier so einen grünen Pfeil machen, dass doch hier wenigstens die Leute, zum Beispiel der Bus, rechts abbiegen kann. Das wäre doch viel cooler. Was will denn der da? Oh, ich hab grün. Ah, alles klar. So. Okay, du bist drüber. Alles klar. Was ist jetzt? Hier kommt niemand. Ist das eine Kurverei hier, meine Güte. So. Hier will ja niemand einsteigen. Also mach ich nur so. Ja, das tut mir jetzt leid. Dass da ein Käse bitte. Dass der Sound einiges lauter ist, wenn die Tür offen ist, deshalb muss ich ein bisschen lauter reden. So. Was 18,5? Irgendwie nicht, aber egal. Gut, ich hätte gerne ein Ticket. Ja, klar. Ich kann bloß verspäten, nicht dass du Zeit weißt. So. Wer ist das? Danke. Ach, da ist schon das Busdepot. Ah, cool. Alles klar. Nächste Haltestelle. Jetzt weiß ich das auch. Bellwerder Straße. Schnell. Kommen Sie bitte hierher. Sie wollen nicht einsteigen? Ah, doch. Hi. Ja, hallo. Ich dachte gerade schon, jetzt haben wir rot. Wo sind wir denn? Ach du Scheiße. Hallo. Bamba. Will der einsteigen? Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Okay. Einmal bitte. Ja, wie einmal bitte? Hi. Wo bist du denn hin? Okay, du bist unsichtbar. Ja. Läuft. Ja, du kommst jetzt leider nicht mehr mit. Tut mir leid. Wenn die Leute schon so unfreundlich sind. Weißbachstraße.
Alles klar. Ich sehe keine Striche mehr auf der Straße. Wie wär's mit dem Schnee? Räumdienst. Scharfe Kurve. So. Bremsen, bremsen, bremsen! Hi. Hallo. So, würde ich einfach mal sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Okay, die mache ich noch kurz. Ein Student. So. Schön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Bus-Simulator. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.